So, haben wir den Helmut Wille heute zu Gast hier im Trainingslager, seines Zeichens zweiter Vorsitzender und man sollte auch erwähnen, Haupt- und Pro-Sponsor hier bei unseren Hamburger Löwen, zu Gast im Trainingslager. Helmut, deine Eindrücke hier zunächst mal? Leider spielt der Wetter ja nicht so mit, wie wir gehofft haben. Deswegen wird der Trainingsnachmittag heute in die Halle verlegt. Aber ich denke, die Jungs sind alle sehr eifrig, sehr engagiert. Und ich glaube, auch der Trainer ist ganz zufrieden. Du warst ja maßgeblich mit dran beteiligt, um nicht zu sagen, der Erstinitiator mit der Verpflichtung Dietmar Schacht. Deine Eindrücke bisher? Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Ich finde, der Dietmar Schacht ist sehr professionell an die Sache rangegangen, hat also schon im Vorwege sich die Spieler nach Hause eingeladen, mit jedem persönlich gesprochen. Und ich finde, das alles ist rundum positiv bis heute gelaufen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Spieler verstanden haben, um was es geht und dass die Schacht die Zügel ein bisschen anzieht, auch was Disziplin und Ordnung anbelangt, woran es vielleicht in der letzten Saison etwas gehapert hat. Aber insgesamt habe ich einen durchaus positiven Eindruck und hoffe, dass wir gut in die Saison starten und vielleicht als erstes dann unser Pokalspiel siegreich gestalten werden. Mal ganz kurz vielleicht zwei, drei Sätze zu deinem Engagement bei den Löwen und deine Wünsche und deine Ziele. Du bist jetzt wie lange dabei? Seit einem Jahr, ja? Ich bin jetzt seit einem Jahr Vorstandsmitglied, im zweiten Jahr, war vorher im Verwaltungsrat und bin gerne bereit, den Verein auch finanziell zu unterstützen, sodass wir eigentlich als langfristiges Ziel mal wieder den Fußball in der Oberliga in Hamburg gerne sehen würden. Also insgesamt bist du mit der ganzen Entwicklung nach den Turbulenzen der letzten Zeit, sagen wir das mal so, zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, dass wir da einen guten Schnitt gemacht haben und dass schon der Unterschied zur letzten Saison deutlich erkennbar ist. Gut. Wir danken dir für die Worte hier. Bitte sehr, gerne. Und sagen bis dahin. Ciao, bis ciao. Bis dahin. So, haben wir hier den Maurice Hörter, hoffnungsvolles Talent aus der A-Jugend, aus der letztjährigen A-Jugend, im zweiten Seniorenjahr jetzt. Maurice, gerade bei der Einheit nicht dabei gewesen. Was los, was passiert? Ja, ich wurde umgetreten. Die Folge ist jetzt ein dicker Knöchel. Ja, ah ja. Wie man sehen kann, ist ja der Unterschied eigentlich recht deutlich. Aber du hast schon ein paar Dinge gemacht, wie wir beobachtet haben. Dramatisch, oder? Ich sollte mich jetzt schon mal ein, zwei Tage schonen und dann sollte aber nächste Woche wieder auf der Trainer. Der Trainer sagt, dass ich heute pausieren soll. Mhm. Ist ja klar, Tag ist schon vorbei und morgen auch noch. Und dann Dienstag wieder. Mhm. Also nicht so dramatisch, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich hoffe nicht. Mhm. Wie soll sonst so? Du bist ja jetzt im zweiten Jahr dabei. Wie läuft es aus deiner Sicht? Ja, gute Mannschaft. Fühlen uns alle gut, verstehen uns alle gut und der Rest wird sich zeigen. Ja. Der Trainerwechsel hat sich positiv bemerkbar gemacht. Ja, klar. Ja. Gut, dann wünschen wir, dass das alsbald besser wird und auch ein gutes Gelingen in der neuen Saison. Ja. Danke. Bitte. Ja, wie wir sehen, läuft alles rund hier im Trainingslager. Spaß ist auch dabei. Konzentriert wird gearbeitet, das mit Maurice ist halb so schlimm. Ansonsten alles gut hier und ja, für euch vor Ort hier im Sporthotel in Goch, Bernd Hörter für Löwen TV. Spieler?